War das mein Einsatz? Geh nach Hause! Aber ich bin doch zu Hause. Leute, das wollte ich gerade gar nicht sagen. Wäre mega unlustig gewesen. Leute, mega unlustig, wenn er sagt denn sowas? Das Intro geht eh 3 Jahre. Oh lol, Game Freak Presents. Lass mal speed, let's go. Game Freak Presents. Alter, crazy. Da sind Sterne. Gutes Spiel. Gutes Spiel. Endlich können wir mit der schlechtesten Gen abschließen. Endlich sind wir bei einer nicht so coolen Gen, nachdem wir so viele coole Gens hinter uns bekommen haben. Endlich können wir die schlechteste Gen abschließen und können mit der besten weitermachen. Nee, so funktioniert das nicht. Doch, Mann. Nee, Mann. Ich bin viel schneller als du. Hä, ernsthaft? Ja, bei mir bin ich schneller als du. Schön für dich. Ja, freut mich auch. Ja, schön für dich. Sind wir jetzt, haben wir jetzt eigentlich das Spiel verschnellert? Ja, ne? Ja, haben wir mal 1,25. Das hey, jetzt bin ich schneller. Lange. Guck, jetzt bin ich schneller. Nee, ich bin trotzdem schneller bei mir. Okay. Also ich schneide schon den ganzen Anfang aus, ne? Ja, wahrscheinlich. Ja. Weil, ich schneide das Video. Wieso ist da kein Pike? Hey, wo ist denn Pike vorbei? Hier? Hä? Und damit willkommen, was? Jetzt! Jetzt, hallo Leute, willkommen zur ersten Folge der Pokémon Diamant Person. Hä? Da kannst du nicht Start drücken, Mann. Ich wollte mir gerade noch deinen Screen anschauen. Ja, meinen schönen Screen. Was hallo geht, Leute? Willkommen zu Solik! Solik Season 4! Yo, das ist die vierte Season so gesehen. Ja, das krass. Ist die vierte Season present. Die vierte Season. Wir wissen alle, dass die vierte Season die beste Season ist. Ja, weil wir das erste Spiel spielen. Weil der Timo nicht dabei ist. Nee, das stimmt nicht. Doch. Die Sache ist, Rubin, Saphir, wir wissen, es war einfach die beste Soling, weil es im besten Spiel war. Aber Diamant, Perl wird schon cool. Wird einfach die bessere, weil wir endlich das beste Spiel Das ist das Soling. Hör jetzt auf, mich zu haten. Ja, wir werden uns doch oft genug haten. Ja, nee, du okay, hatest mich immer. Wir wissen so... Ach, ich hate dich, ne? Ja, das war Deutsch, ne? Ich hate dich, genau. Ja, Mann. Eigentlich müsste man jetzt hier so ein... eine Compilation. Best of... Ja, Compilation Best aus einer Beleidigung. Machen. Leute, ja, ich wette mit dir, man könnte... Also jetzt for real. Ich wette mit dir, man könnte auch ein 10-Minuten-Video daraus machen, wie du mich in allen Soulings geroastet hast. Ja, und wir könnten bestimmt ein 100-Minuten-Video machen. Das will ich jetzt nicht abschreiten, aber trotzdem hatest du mich immer, ne? Ja, richtig. Auf jeden Fall, Leute, der Mann per Soling, wer nicht weiß, was das Soling ist, Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Haben wir unseren Rivalen immer nach uns benannt? Nee, haben wir nicht. Ich weiß es gar nicht mehr. Wer war unser Rivale letzte Season? Ich nenne also meinen Rivalen Sergen. Ja, nenne ich ihn auch Sergen, komm, wir müssen den gleichen Rivalen haben. Aber es ist nicht Sergen, Sergen hat keine blonden Haare. Ja, aber der ist genauso aufgedreht wie Sergen. Ja, stimmt. Hallo Sergen, ich bin Sergen. Hallo, cool. Ja. So ist er. Genau so sagt er das. Auf jeden Fall. Link in der Videobeschreibung zu weiteren Infos, was ein Soning ist. Auf jeden Fall ist Soning eine coole Sache. Wir haben bereits 3 ich gemacht. Ich habe die Beschreibung gemacht. Ja. Ihr findet die Links zu allen anderen Solings in der Videobeschreibung, weil ich kann euch nur empfehlen, da auch mal vorbeizuschauen, weil es natürlich auch ein paar Insider gibt, die in den Solings entstanden sind. Und besonders, Sachen, dass ich der Coolste bin, aber das weiß sowieso schon jeder. Die man gesehen haben muss. Und ja, cool. Das wird nice. Present. Ja. Wir haben noch gar nicht über die Regeln gesprochen. Ich bin dafür, wir machen von Wechsel, also von Tausch auf Folge, okay? Auf Folge? Ja, letzte Soling, Rubin und Saphir war einfach. Einfach? Ja. Schwierig, aber auch einfach, ne? Du verstehst, was ich meine. Also wir stellen von Tausch auf Folge. Und wir dürfen nur 3 Heil-Items pro Kampf benutzen. Und für jedes Heil-Item, was unser Gegner eingesetzt hat, dürfen wir noch ein Heil-Item benutzen. Ist das ein Deal? Alter, crazy. Hier geht's ja heute richtig ab. Ja, machen wir. Let's go. Okay. Die Challenge muss halt auch da sein, ne? Richtig. Die Challenge muss halt da sein. Irgendwas Cooles. Die Sache ist, das ist eigentlich bisher die schlechteste Generation, weil hier gibt's keinen Trank auf dem PC. Stimmt. Wir haben, by the way, den Speed um minimale Geschwindigkeit erhöht, weil Diamant und Pearl ist halt ja, relativ... Das ist aber auch wirklich ganz gering, das wäre euch wahrscheinlich niemals aufgefallen, wenn wir es jetzt nicht gesagt hätten. Ich habe das nicht gesagt. Doch, ich finde, man merkt es schon. Pff, weiß ich nicht. Also ganz gering vielleicht, aber jetzt nicht wirklich. Ja doch, man merkt es schon. Oh, man merkt auch schon. Die Sache ist, wenn man so macht, dann merkt man das. Wie? Ja, so. Meinst du so hier oder wie? Nee, ich meine so. Hä, wieso? Bei mir sieht es so voll flüssig aus und bei dir nicht so.
Ja, weil Bildschirmertragung. Auf jeden Fall, wir sehen auch nebenbei die Bildschirme vom jeweils anderen. Und einer Bums, der gute alte Särgen. Der Särgen, der bumst mich immer. Leute, du hast richtig den langweiligen Rahmen. Das riecht sie an. Hä, Mann, lass mal meinen Rahmen in Ruhe. Der Rahmen ist voll cool. Meiner ist cool, schau dir den mal an. Ja, meiner ist viel cooler, aber der ist schon echt cool. Ja, danke, Mann. Und danke, Mann, ich hab den gemacht. Ja. Ich hab den Design, Leute. Ja, natürlich hab ich den Design, Leute. Die Leute zu Serg gehen, oder wie? Ein heftiger Graphic-Designer. Graphic-Designer. Zorat. Razer Designs. Hä, Zorat, Bruder, kannst du jetzt nicht sagen. Ja, aber Zorat ist ja geklaut, Mann. Kannst ja nicht einfach so machen. Hä? Zorat. Den Namen gibt's ja schon. Ja, aber den Namen, der wurde ja erstellt, nachdem ich den ins Leben gerufen habe. Ja, aber jetzt gibt es den schon, jetzt kannst du ihn nicht benutzen. Hä, lol! Wer ihn zuerst der auf Twitter benutzt, ist mega sick. Der ist cooler. Ja, schön für dich. Danke. Du bist richtig langsam, Alter. Mann, ich bin halt super langsam. Also, es ist aber keine Verse. Wie ja, ich bin schneller als du. Lol, jetzt geht er näher. Ich bin immer noch schneller. Tschüss, bin ich jetzt. Haha, Alter, ich bin weiter. Easy. Jetzt kommt der coole Cyrus und denkt sich so, nee, oh nee, das ist gar nicht der Cyrus. Hä, das ist ein Platin. Ja, Mann, ich hab nur Platin geschossen. Nee, das ist gar nicht ein Platin, das kommt, glaube ich, sogar. Oder warte, nee, ich glaube, es war ein Platin doch. Doch, es war ein Platin. Ja, da kommt der Cyrus, denkt sich so, hallo Leute, wie cool. Das geht, so wie cool. Ah, was sind denn jetzt gleich unsere Starter-Present? Stimmt, Alter. Ich dachte jetzt so, yo, jetzt kommen hier Panflammen, Chelas und so, aber nee, Mann. Jetzt kommen die krassen Starter. Denn, wir haben es ja gar nicht gesagt, alles ist natürlich gerandomized, das heißt, von den Startern bis zu den wilden Pokémon, außer die Static Encounter, aber davon gibt es ja nicht viele. Ja. Und ich würde sagen, aber die laufen einfach durchs hohe Gras, obwohl die keine Pokémon haben, das ist so dumm. Die sind halt einfach richtig dumm, ne? Okay, schau du zuerst. Okay, mein erstes Pokémon ist ein Kleinstein! Kleinstein! Okay, mein erstes ist ein Ho! Was? Nee, oder? Doch. Okay, warte, okay. Mein zweites Pokémon ist ein Wablu. Okay, meins ist ein Mutterpel. Alter, bitte, wenn ich jetzt was Schlechtes bekomme, ne? Evoli ist Evoli. Aber es hat auch nicht so. Es und ist kein Leute, guck mal. Was ist das, Plinfa? Ja, und Plinfa ist Plinfa. Ja, das wird jetzt schwierig. Ich hab schon ausgewählt. Du hast Evoli genommen? Ja, ich wollte auf B drücken. Ja, aber Evoli hättest du eh genommen, oder? Hätte ich wahrscheinlich eh genommen. Oder was war Kleinstein? Nee, ich hätte Kleinstein niemals genommen. Ja, das heißt, wir haben normal und Feuer. Ja, Wablu hätte ich auch nicht genommen. Komm zu Papa! Aber Evoli ist halt super bad. Jetzt halt am Anfang. Ja, wo nicht? Oh, Mann, wir sind ja Sonic, wir spielen zusammen. Ach so. Aber später ist es Ding. Hä, Present? Was denn? Okay, pass auf. Ja? Aber wir haben noch keine Pokebälle, die Nuzlocke ist noch nicht verloren. Ja, aber soll ich jetzt die ganze Zeit Wirbelwind einsetzen? Warte, wie bekommst du. Du musst hoffen, dass du ein Pokémon einfach so fängst für das Try. Und wenn nicht? Wenn du keine Bälle mehr hast, dann ist es RIP. Dann haben wir verloren. Dann haben wir echt verloren, ne? Ja, dann haben wir echt verloren. Haha, geil. Ja, nice. Ja, dann würde ich mal sagen, lass mal mit ein bisschen Speed durchgehen. Weil ja, sagen, sonst passiert dir ja gar nichts. Sonst setzt jemand mich die ganze Zeit nur Wirbel mit einsetzen. Das ist so gut, Mann. Nein! Ja doch, das ist schon ziemlich Ja, der lustig. Will jetzt gleich gegen mich kämpfen, mein Rivale, ne? Wird ein krasser Kampf. Ja, aber du hast ja noch keine Bälle, alles safe. Oder wann bekommt man die Bälle überhaupt? Ja, du kannst hier in Diamond and Pearl kannst du sogar schon Bälle kaufen, bevor du das Fang-Tutorial gemacht hast. Ach, guck mal, nee, man kann sogar so schon. Oh, hier gibt's Girock. Ich muss ein Pokémon fangen, ne? Ja, du musst natürlich ein Pokémon fangen. Sonst bin ich richtig gearscht. Aber wie, du bist schon so weit, Alter. Ja, sei einfach nicht so schnell. Ich bin ja, viel aber zu lahm. Guck mal, ich muss halt jetzt mir ein Pokémon fangen, Present. Ampharos. Alter, ich will gar nicht so gute Pokémon. Wir müssen jetzt, glaube ich, auch gar nicht mehr... Libeldra! Ich will die doch gar nicht alle. Ich fang die doch eh nie. Ah, oh, das ist echt sad gerade. Okay, von dem hier hole ich mir schnell noch einen Trank. Ich kann mal währenddessen ein bisschen trainieren, ne? Ja, wobei, ich brauche auch Bälle. Ich muss ja auch genau dahin, wo du bist. Ja. Alter, Evoli flieht durch Einsatz von Angsthase. Das ist ja super hilfreich. Ich kann einfach nichts tun. Ja, ich kann auch immer fliehen durch den Einsatz von Wirbelwind. Ja, am Anfang nebenbei, wir speeden jetzt nicht die ganze Zeit während des Games, aber am Anfang ja, nur bis ich jetzt meine Bälle habe, weil ich bin in mein Starter nach Janina. Ja, bis ich halt die Bälle habe, weil, ach ja, falls ihr nach Pokémon benannt werden wollt, ne, seid aktiv in den Kommentaren. Richtig, wisst, also wir werden halt nur aktive Kommentarschreiber nutzen, die natürlich auch sinnvolle Kommentare
geschrieben haben und nicht so, lass mich bitte ein Pokémon sein. Und jetzt schreiben das 10.000 Leute, schreiben das nur, um lustig zu sein. Lass mich doch ein Pokémon sein. XD, LMAO. Roffelkopter. Okay, ja, aber die Sache ist halt die, ich muss halt ein Pokémon fangen. Das wäre vielleicht ganz hilfreich. Legit gleich ein richtigen Scheiß-Encounter. Aber der soll halt eine Attacke können. Okay? Ja, wäre schon ganz praktisch. Das ist eigentlich so der Plan. Oh Mann, echt. Ja, okay. Wir haben... Wie hast du den Starter genannt? Hä, ich habe gar keinen Namen gegeben. Hä, wo konnte ich denn mit dem Namen geben? Nuzlocke verloren. Ich mach's im Nachhinein, Leute. Wo konnte ich den Namen geben? Da, ja, gerade eben, der hat dich gefragt. Hab ich's weggeskippt? Ja, hast du. Okay. Aber ich habe einen richtig guten Namen für das Evoli. Ist es männlich? Mal gucke ich gerade. Ja, dann ja. Yannick, mach mal Game. Ja, stimmt. Also, Yannick, du bist jetzt hier schon benannt. Ich werde es einfach im Nachhinein noch machen können. Das ist nicht das Problem. Ich habe ein naives Wesen. Weißt du noch, was naiv war? Ja, plus Init minus Spezialverteidigung. Das ist eigentlich ganz cool. Okay, Present, ich habe 10 Pokébälle und einen Premierball. Ach, hast du die gekauft oder hast du die bekommen? Ich habe die gekauft. Ich sollte mir eigentlich komplett alle Bälle kaufen, ne? Ja, natürlich. Du brauchst die Bälle jetzt auf jeden Fall. Das ist auch unser Encounter. Ja. Und wir müssen da gleich zusammen reingehen. Also ich kann nicht, legit keinen Trank kaufen. Ja gut, ich kaufe mir mal sicherheitshalber einen Trank. Ja, ne? Kauf du dir einen Trank. Wir haben 2 Encounter, ne? Ja. Jetzt. Müsste eigentlich hinkommen. Wollen wir zuerst zum See gehen? Weil ich hatte hier so krasse Pokémon. Ja, okay, sollten wir vielleicht machen. Aber kommt man überhaupt da durch? Ja. Ohne durchs Gras zu müssen? Ja, hier. Bin bei Safe-Call einfach hier runter? Okay. Ja. Weil hier weiß ich nicht, wie krasse Pokémon ich habe. Und ich weiß, dass ich hatte dort Libeltra, Ampharos, Tauboss und so. Und die sind halt schon krass, ne? Ja, die sind halt krass. Okay, let's go. Alter, ich muss das fangen, ne? So, Speed ist raus. Und geh du zuerst rein. Okay, 3, 2, 1, go. Ja, geh du zuerst rein. Ich will sehen, was du bekommst. Ja. Sandan, okay. Sandan haben. Ja, und ich bekomme jetzt so ein richtig krasses Ding. Ich sehe es doch schon kommen. Es kommt Save Mewtwo oder so. Ausbeutung! Ja! Alter, warte, kannst du das. Hat das überhaupt einen Angriff auf dem Level? Ja, ne? Ja, safe, oder? Safe. Man hat aber gar keinen Angriff. Schnell, es wurde so ein Team bestehen aus Pokémon, die nicht angreifen können. Scheiße. 1. Alter, ich muss das fangen, ne? Ja, du hast keine andere Wahl. Platscher. Oh nein! Warte, das würde ich nur Platscher. Nee, das kannst du nicht erzählen. Safe nicht, oder? Ach, das irgendwie nur Platsch hat, Mann. Okay, komm. 1. Das wäre schon irgendwie so. Sag ihm einmal Present! Alter, aber schau mal lieber nach, ob es was anderes als Platsch hat. Okay. Weil sonst lohnt sich das ja auch. Also, du musst sowieso fangen, aber. Spoink. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, dann alle Bälle für ihn zu verschwenden. Ja, stimmt schon. Wenn er halt wirklich nur Platsch hat, dann müsste es. Ich hab's anderen nebenbei gefangen. Es kann nur Platscher. Ernsthaft? Ja. Wie viele Bälle hast du? Ich hab noch. Ich würde sagen, ich werfe noch 3 Bälle. Ja, geh auf 10 runter und den Premierball vielleicht noch. Nein, den Premierball hebe ich mir auf. Der macht keinen Unterschied. 1. Der ist nicht stärker, glaube ich. 2. 3. Ja? Nein! Och, Mann, das kannst du jetzt nicht erzählen. Und der kann nur Platscher. Nur 3 B-Speed und er ist drin. Oh, immerhin. Aber der kann trotzdem nicht. Der kann nur Platscher. Oh, Leute, okay, jetzt so. Namen für. Ich benenne Spoink nach Bianca. Ich benenne Sander nach dem guten einen Lucius, dem Kommentarschreiber. Dem Kommentarschreiber? Ja, das ist sein Name. So. Ja, kann nur Platscher, kühnes Wesen. Das ist so. Ich habe nur Pokémon, die nicht angreifen können. Okay. Ja, ich würde sagen, eine neue Challenge, die No Attacking Move Challenge. Let's go. What the fuck? Okay, nächster Encounter, ne? Nächster Encounter, ich gehe rein. Geh zuerst rein, ja. Es muss auch was sein, was wir am besten nehmen können als Team. Ja. Radikal. Ah, ist aber vom Typus normal. Das heißt, wir müssen hoch wegpacken erstmal. Ja. Außer du bekommst natürlich wieder ein Feuer-Pokémon, dann oder geht's natürlich. Ja, stimmt. Ultrigaria. Okay, das können wir auf jeden Fall nehmen, das Pärchen. Und kann Ultrigaria-Attacke? Ja, oder? Ultrigaria. Level 2, doch müsste es können. Ja, der kann Rang-Hieb und Wickel. Ja, meine etwas. Present. Wir hatten doch sogar bei Ultrigaria. Present. First Gen, was denn? Ich muss den fangen, ne? Ja, du musst den fangen, sonst haben wir verloren. 1. 2. Sag mir bitte, dass du es schaffst.
Present. He was in fuck. Okay, B-Rechtsfeed, ja. B-Rechtsfeed ist der Play, Leute. Wir wissen alle, das ist der Trick. B-Rechts. Oh. B-Rechtsfeed. Das ist ein Doofkopf. Das hat einfach nichts gebracht. Oh, Mann. Vor allem die Sache ist ja, ich kann auch das Matchup nicht. Ich kann ihn eigentlich nicht richtig schwächen, den Jungen. Ja, was soll ich denn sagen? Wie soll ich den schwächen? Oh, ich gebe auf Premium-Ball, komm. B, rechts, Speed. Fast. Nein, er hat dreimal gewackelt. Present. Oh, nee. Mann, ich weiß auch. Die Sache ist, ich kann auch gerade das. Er ist drin, ja! Aber ich muss es auffangen. Oh, stimmt. Oh, stimmt, da muss ja auch den Jung fangen. Was, wenn ich nicht fange? Okay, ich benenne Utrigan noch Eddie. Eddie McGat, Ed. Er geht einfach raus. Und ich habe nur einen Trank, ne? Kannst ihn echt nicht schwächen. Ich, darf ich auf den Tag gehen? Was denkst du? Und er trägt ein Item. Ein Helix-Fossil, einen extra Encounter haben wir! Alter, nice! Aber nur, wenn wir es beide haben. Echt? Ja. Tackle? Wollen wir auf. Kann ich auf Tackle gehen? Was denkst du? Drei Level drüber? Level 2 radikal? Oh, ich denke schon, oder? Was ich gehe jetzt auf Tackle. Pokémon? Ja, okay, alles klar! Sandern! Ja, ja, ist okay. Er geht auf Wutenschlag, ich habe gerade echt ein Problem. Willst du rausgehen auf Sandern? Sandern hat jetzt keine schlechte Verteidigung. Sandern hat 8 KP. Achso. Achso. Geht trotzdem raus und dann setzt ein Trank ein. Soll ich echt einen Trank jetzt schon verschwenden? Ich hab einen. Hast du noch einen Hit? Ja, ich glaube schon. Außer. Nee, einen Crit nicht. Ja, dann heil hoch. Oh, das ist gerade echt problematisch. Oh, wir können hoch. Trigari genau. Erstmal nicht ins Team holen. Bis wir. Ja. Bis halt Bianca dann einen Move erlernt, ne? Ja, richtig. Bianca muss einen Move erlernen, dann kannst du sozusagen. Und dann kann ich, aber ich würde sagen, wir machen sowieso gleich kurz einen Cut und trainieren gleich die Pokémon, weil sonst ja, geht hier gar anders, nichts. Anders geht's nicht, sonst sterben wir beim ersten Trainer. Ja. Komm schon. Okay, komm zwei, schon, komm schon, komm drei. Schon, komm schon. Nein! Nein! Vor allem hier in diesem Spiel ist es so, dass es wirklich lange dauert, bis er beim dritten Mal wackeln rausgeht. Present. Was denn? Mein Bälle, wenn er nicht drin bleibt. B, rechts, Speed, let's go! Ich hab nicht richtig gedrückt, das ist okay. Der lief nicht gut, Alter. Aber jetzt, ich sag's dir. Komm. B, rechts, Speed. Fast. Hat fast geklappt. Ach Mann, das kannst du nicht sagen. Ich hab noch 7 Bälle, Mann. Ich hab Angst, dass Bälle. Du vorher irgendwann stirbst. Eins. Ja, das ist auch das Problem. Zwei. Drei. Na! Nein! Bitte mach jetzt nicht diesen radikal. Ein Crit ich hab grad echt auf jeden Fall noch. Ja, ich kann sowieso nichts anderes machen. Ich kann Sander noch reinwerfen, aber der stirbt auch irgendwann. Radikal muss jetzt reingehen. Ich kann noch einen Hit danach überleben. Außer es ist ein Crit. Was mache ich danach? Außer es ist ein Crit. Dann gehst du raus in Sandern. Und lass es sterben, oder wie? Im Fall der Fälle. Ja, aber wie wollen wir denn weiter trainieren? Ja, mit radikalen Dingens. Ja. Ja! Okay. Im letzten Mal! Mann, wieso ist das einfache Fang von Pokémon jetzt schon eine Challenge? Das kann doch nicht sein. Alter, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Ja, Leute, sorry, Soling, ich hab's auch nicht gefallen. Jo, war auf jeden Fall eine krasse Soling. Weißt du, ich bekomme nur Ultrigaria. Hier gibt's so krasse Pokémon, die ich bekomme. Ich meine, ich beschwere mich nicht, okay? Hauptsache, ich hab ein Pokémon. Aber trotzdem. Ich wollte gerade sagen, du hättest wahrscheinlich alles andere nicht fangen können. So, ich pack dann Janina erstmal auf die Box und dann gibt's eine kurze Training-Session und dann. Jo. Wir sehen uns nach dem gleich wieder. Schnitt wieder, wobei ich muss gerade schauen, wie komme ich hier durch? Ja, stimmt. Ich muss hier noch durchkommen, das kann ich jetzt ja auch nicht rausschneiden. Sondern nee, du hast Angsthase, du kannst stimmt. Gar nicht, Dings. Leute, Evoli ist so ein gutes Pokémon dafür. Ich liebe mein Leben. Gut, nach dem Schnitt sehen wir uns wieder, bis gleich. Bis gleich. So, da sind wir wieder zurück. So, da sind wir wieder zurück. Wir haben hier beide auf Level 8, beziehungsweise ich habe beide auf Level 8 und er hat Level 7 und 10. Ja, ich musste die so trainieren, weil Spoink hat erst auf Level 7 Psywelle erlernt und Ho-Oh haben wir erst gesehen, erlernt erst auf Level. Ich muss niesen. Okay, auf jeden Fall, Ho-Oh lernt erst auf Level 15. Gesundheit, ich habe es hoffentlich rausgeschnitten, weil das echt laut war. Ho-Oh lernt erst auf Level 15. Dingens. Windstoß. Windstoß, gut. Genau. So, haben wir jetzt nicht gleich einen Rivalenkampf vor uns? Wir haben noch keinen Rivalenkampf vor uns. Allerdings, Present, was wir vor uns haben, ist eine Stadt, die wir hier noch erkunden können, weil ich glaube, man kriegt immer noch ein Item geschenkt. Plus, ich glaube, von dem kleinen Mädel bekommen wir was geschenkt, oder? War das so? Ja, ich bin gerade verwirrt. Wo bist du? Du bist jetzt gerade in Sandgame. Ich habe früher mal gedacht, das heißt, was habe ich früher mal gedacht? Sand.
Sandgamme. Nein, ich habe früher immer irgendwas gedacht, wie es heißt. Sandhausen. Sandkuhle. Ja. Ja, hier Sandburg. Ja, da unten gibt es noch ein Item, richtig. Alter, easy. Guck mal, ich bin der... Ah, der KP Plus sogar. Der Diamant-Perl-Pokémon. Hä, das habe ich gerade... Heißbrocken. Das habe ich gerade gesagt. Hä, aber ich habe es gefunden. Hey, nein, ich war schon vorher da. Ernsthaft? Du warst da noch nicht da und da meinte ich, ja, da unten gibt es ein Item, nein, richtig. Ich bin ja, doch, schau es dir in der Aufnahme an. Ja, aber ich war gerade auf dem Weg dorthin. Ich wusste ja, aber es. Dann habe ich gesagt, ja, und da unten ist ein Item. Ja, aber ich war schon auf dem Weg. Ja, so, komm, halt let's mal. Go, Lucia. Und ihr sagt so, hey, yo, was geht? Hey, yo, du warst noch nicht bei deiner Mom zu Hause. Und jetzt fangen wir mal einen Pokémon, obwohl wir schon 3 Pokémon gefangen haben, beziehungsweise 2. Was krieg ich? Bestimmt was viel cooleres. Ein Raupi, jawohl, so cool. Alter, Raupi, viel, viel cooler, Mann. Oh, hups, was denn da jetzt? Oh, das geht so schnell hier. Was denn hier los? Upsi, lol, upsi, upsi, Daisy. Upsi, ja, das ist richtig cool. Sein Kapier haben Mann, abgenommen. Wieso nice. Passiert das denn nicht alles so schnell? Ich weiß doch gar nicht, wie man Pokémon fängt. Bitte zeig mir das nochmal. Kicher. Let's go. Aber wir haben hier eine neue... wir haben hier eine neue Karte, ne? Richtig, und wir haben neue Pokébälle bekommen, was sehr wichtig ist. Wollen wir direkt den Encounter holen? Ich werde, wir haben beide keine Tränke mehr. Haben wir überhaupt genug Geld? Nee, wir haben beide gar keine Geld. Tränke. Und gar kein Geld. Ich habe 100 Geld, vor allem 100 Poké-Dollar. Das klingelt, aber ist jetzt egal. Okay. Okay. Let's go. Let's go. Ja, komm. Ja, ich schau zuerst, was bei dir kommt. Wieso immer ich? Wieso bin ich das? Alter, wo ist der? Ja, können wir nicht nehmen. Wobei, Pflanzen-Pokémon. Ja, ne? Ah, bitte, mach okay, irgendwie was, Pflanzen-Pokémon. Auch ein Pflanzen-Pokémon, bitte. Was ist für Neuwürfel? Ah. Fast ein Pflanzen-Pokémon. Also ich das ist sagen, auch Garbage. Mann, das ist so ein schlecht. Ich meine, super gutes. Alter, Roserade ist eigentlich gut, ne? Ja, auch Morgenbaum finde ich cool, aber Moba erst entwickeln. Kann ich sollte für Psywelle gehen, glaubst du? Ja, glaub schon. Die Sache ist nur. Das kann halt stark sein, ne? Psywelle irgendwie. Ja, es variiert gut. Der Schaden. Imitator? Jetzt setzt er auch Psywelle ein. Ich wette mit dir, der kann gar nichts aus der Imitator, Alter. Genauso Garbage wie die anderen Pokémon. Leute, habe ich nie gesagt. Nee. Hä, warte mal, der hat es ja auch jetzt imitiert, das heißt, der hat jetzt sozusagen nur Psywelle, oder? War es nicht so? Nein, das ist Nachahmer, das ist von Farbigel. Stimmt. Ist ja fast das gleiche, oder? Imitator, Psywelle. Ah, verdammt. Komprimador, alles. Lohnt sich das dafür, die Bälle zu benutzen? Ich weiß nicht. Dann ist jetzt die Frage, Mann. Ich hab's gefangen. Ja, hast du gefangen? Mhm. Also ich würde sagen, sich jetzt lohnen. Einfach Bälle, let's go, komm. Pokéball. Ich bin in Mobile nach Melissa. Wie bitte? Nach wem? Nach Melissa. Nach Melissa meinst du? Alter, du klaust mir den Namen. Alter, ernsthaft? Ja, ja. Dann gibt's, glaube ich, auch noch mich und Melissa. Alter, 2. Crazy. Ja, crazy. Generell, okay. Für dieses Soul-Link ist es so, wir hatten in der letzten Soul-Link sehr, sehr krasse Namenprobleme, was die weiblichen Pokémon angeht. Also, wenn ihr weiblich seid, schreibt Kommentare. Schreibt Kommentare, wenn ihr weiblich seid. Schreibt jetzt, ich bin weiblich. Und wenn ihr männlich seid, schreibt bitte nicht, ich bin weiblich. So, weil das erkennen wir dann schon, mein lieber Kuyo XDD, der voll lustige. So, ja, ich Rosé, hab ja, wenn wir not auf die Bank let's gepackt. Go. Aber hier gab es safe noch Moment, ein Item. Moment, so sterben die hier durch Vergiftung in der Gen? Hard Ghost to Silver auf jeden Fall nicht mehr, das weiß ich. Naja, wie viel KP hast du noch? Schaffen. Auf jeden Fall genug. Wie viel hast du noch? Auf jeden Fall genug tot. Ja, in dem Moment, wo ich gelaufen bin, danke hatte ich schon die weniger Zeitangabe. Kaffee. Ja, ich hätte gerade 14 Kaffee. Die hat eine gute Zeitangabe, oder? Hallo, jetzt mach dich doch nicht über mich lustig. Du hast dich gerade über mich lustig gemacht. Ja, komm. Ja, komm, das ist jetzt Haarspalterei. Also, da spalte ich schon gerne meine Haare. Vulpix wäre sick gewesen. Oh, Mann. Wir haben jetzt... Sag es, Rosea ist echt nice. Aber Moba ist nicht so nice. Doch, ich finde Mogelbaum nice. Also Mogelbaum ist schon cool, aber aktuell können wir sie sowieso nicht nehmen, weil... Ja, ich werde einfach... Das wird ein Eddie-Solo-Run, Alter, ich sag's dir. Let's go, Eddie-Solo-Run. Der Trainer hier, gegen den habe ich damals in der Diamond to Pearl Versus verloren. Und wenn er das gleiche Pokémon wieder hat wie damals, werde ich wieder verlieren. Was hat er denn? Pyondragi. Ja, stimmt. Ja gut, das hat er nicht. Alles safe, Mann. Ich würde halt safe verlieren, glaube ich. Alter, Quiekel, der ist ja sweet, der Junge. Aber Flakemon geht easy peasy. Ein Rankenhieb. Und der Boy ist wahrscheinlich schon... Und der Überlebte ist. Genau. Ich sollte, glaube ich, auch radikal mehr nach vorne packen, weil der einfach mit Ruckzuck einfach komplett alles zerstört. Ja, der ist schon echt not bad.
Jo. Mann, das fühlt sich halt so schlecht an. Wir haben so einen hohen Evoli auf der Bank, aber die sind auf der Bank und was sollen wir jetzt tun? Und was sollen wir jetzt tun? Einfach gar nichts. Einfach sterben. Weil die einfach sind einfach auf der Bank. Wie lange machen wir die Parts? 25 bis 30 Minuten wahrscheinlich, ne? Ja, so wie immer halt, ne? Ja, so wie immer, ne? Ja, genau. Oh, immer. Oh, okay, was war das jetzt, Alter? Was ist los mit dir? So hast du gerade gesprochen. Ja, ich würde sagen, so wie immer. Oh, Mann. Okay, cool. Ja, wollen wir noch in die neue Stadt rein und dann in den Park? Ja, ich würde auch sagen, wir gehen noch bis Jubelstadt. Mann, die Jubelstadt, da jubel ich ja sehr, sehr gerne. XD. Weiß ich diesen wie in der letzten Souling, wo du hast nur ein Gold und Silber etabliert, ne, mit diesem Stillsein, wenn ich immer so Dummes sage. Und die Sache ist, ich kann nichts gegen Pupita machen. Der macht halt einfach nichts mit Kratzer. Ja, da muss ich spinnen. Ja, Sandwirbel, das ist der Play, das macht echt viel Schaden. Gegen Papunga habe ich genau dasselbe Problem. Wickel. Yo! Wickel. Einfach gecrittet. Voll viel Schaden, Alter. Und tot, Alter. Einfach da setzt die ganze Zeit Rutenschlag ein und ich denke mir so, more like bad. Und die Sache ist, es ist super ungewohnt, jetzt hier mit Folge zu spielen. Alter, das wird vor allem in den späteren Folgen richtig, richtig krass werden. Aber ich möchte das so. Ich glaube, die Zuschauer möchten das auch so. Ich möchte das so. Ich möchte das Pokémon sterben. Let's go. Ich möchte die Challenge. Ja, die Challenge Action in Games Office. Was denn? Kann der eine Flug- und Eisattacke? Nee. Der kann nur Geschenk, okay. Alles safe, Mann. Nee. Jetzt kommt da so ein Blizzard und dann. Nee. Blizzard auf Level 6, wenn Spoink noch nicht mal auf Geschenk. Level 6 irgendeine Attacke. Und er trifft mich. Aber es war nur ein kleines Geschenk. Alter, 3 KP, siehst du alles safe. Alter, Lucius, Alter, Giftstachel. Alter, Eddie ist gleich schon Level 12 nach dem Portugal. Ja, das ist ein bisschen crazy. Ja, aber die Level Schenk. Passen sich hier... Okay, Alter. Das haben wir gar nicht gesagt. Die Level passen sich hier relativ schnell an, weil wir die Level um 20% erhöht haben zum Original. Ja. Das heißt, hier Plus ist auf Level 40 sind natürlich mal wieder alle Pokémon voll entwickelt. So wie immer. Genau. Also, wir haben gar nicht gesagt, wann die Folgen überhaupt kommen, ne? Wir sind richtig blöd gewesen. Montag, Mittwoch und Freitag. Die geraden Parts kommen bei dir, die ungeraden bei mir. So wie immer. Richtig, aber das werden wir vielleicht nochmal anpinnen und in der nächsten Folge am Anfang sagen. Damit ihr Bescheid wisst. Das heißt, wenn ihr auf meinem Kanal das Ganze schaut, geht auf jeden Fall auf Dumes Kanal, lasst dort ein Abo da. Und andersherum natürlich genauso. Ein Sonderbonbon, ja! Yeah! Alter, nice. Erstmal verkaufen 4.000 Pokédollar. Direkt Spoink geben, finde ich auch ist eine gute Idee. Alter, wenn du das machst, das wäre so dumm, Mann. Also, soll ich's tun? Ich würde dich schon gerne damit triggern, aber du hast schon recht. Nee, mir wäre es egal, das ist nicht mein Geld. Ja, komm, Alter, ist also, ob mir das egal wäre. Also, nee, jetzt ernsthaft, das wäre mir egal. Ja, mir wäre das auch egal. Oh, ein Donnerstein, der Top! Wir können die mit reinnehmen. Wir können die mit reinnehmen. Ja! Wie lucky sind wir denn? Ich meine gerade eben noch so, als wir offscreen trainiert haben. Alter, wenn ich einen Stein bekomme, dann können wir halt das mit reinnehmen. Vor allem Blitzer und Ho-Oh ist nice. Ich liebe Blitzer. Was für ein Wesen hattest du auf Evoli? Ich hab keine Ahnung. Warte, lass es jetzt noch schnell machen. Ich will den ersten Part befinden. Nee, den Blitzer gibt's erst im nächsten Part, Mann. Ah, Alter, also der krasse Cliffhanger. Für den nächsten Part. Weil das sind die besten Hänger. Oh ja, good old times. Was hast du für ein Wesen? Was für ein Wesen hat er denn? Das erfahrt ihr erst in der nächsten Folge. Yo! Mann, ich hätte jetzt übelst gefeiert, wenn es echt jetzt in der nächsten Folge gezeigt hättest. Ja, das wäre schon krass gewesen. Okay, ich hab's sogar rausgeschnitten. Ja! Ja! Und dann, Leute, ist es Piep und dann, Cliffhanger sind die besten Dinger, Leute! Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall sehr gerne eine positive Wertung da. Schaut auf jeden Fall bei Present vorbei. Dort findet ihr den nächsten Part am Mittwoch. Ich glaube, wir laden das hier an einem Montag hoch, oder? Sehr wahrscheinlich. Deswegen. Sehr wahrscheinlich. Deswegen, Leute. Vorbei. Und ja, ne? Schreibt auf jeden Fall fleißig Kommentare, wenn ihr benannt werden wollt. Wenn ihr denkt, ich bin der coolere von uns beiden, lasst auf jeden Fall einen Kommentar da. Wenn ihr denkt, dass ich der coolere von uns beiden bin, dann könnt ihr auch gerne einen Kommentar da lassen. Ja, und das ist ja noch eh keiner. Okay, Leute, tschüss. Oh, tschüss.